Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Im Reich des Hauses der Julia, das beständig an Einfluss gewinnt. Es wird stärker und stärker jeden Tag, ne? Wir sind da mit unserem General unterwegs. Hoffentlich gibt es da ein paar Balian-Steinschleuderer, die wir uns als Söldner gönnen können. Beim letzten Mal haben wir auch noch den gallischen König irgendwo da in dem Bereich ausgeknipst. Da hat sich auf mysteriöse Weise schon wieder ein General was auch immer, glitscht oder wie auch immer man sagen soll. Wir haben die Gallier, treiben die auf jeden Fall gut vor uns her. Der nächste Kriegsgegner mit Britannien steht da eigentlich schon im Start, am Start, auf dem Start, um den Start. Die Germanen haben uns beim letzten Mal einen Frieden angeboten. Einen Frieden, sage ich, ein Bündnis. Die sind ja selber im Krieg mit Britannien und vermutlich deswegen. Ja, Feinde Britannien. Aber ich habe beim letzten Mal gemeint, dass es mich gar nicht so stört, wenn die Britannier die Germanen noch ein bisschen zurecht stutzen. Weil dann wird die Auseinandersetzung mit Britannien, die wir in dem Run auf jeden Fall noch haben werden, umso epischer, wenn er noch ein bisschen Platz hat, um sich auszubreiten. Ja, stimmt, was als nächstes ansteht, ist die Rebellenarmee da drüben, die der Bruti da nicht weggemacht hat. Okay, Bauern und die Lyra. Ja, dann machen wir das automatisch. Sieg! Okay, dann können wir die Hastati zum Fortbilden eh noch Segestiger schicken in der nächsten Runde dann. Die Felites marschieren nach Patavium. Die zwei, da können wir eigentlich auflösen. Und der Rest geht ein bisschen noch Türme bauen. Da irgendwo mittendrin und da am Rande der Provinz. Einfach, dass wir noch ein bisschen mehr Sichtweite haben. Jo, genau, da kriegt man die Stelle in der nächsten Runde. Da schippen wir nochmal Hastati rüber zum Fortbilden. Und danach ebenfalls die Wehrkaserne, dass wir nicht immer hin und her messen. Das ist auf Dauer ein bisschen ermüdend. Genau, und wenn wir das hingebracht haben, dann steht eigentlich der nächste Zug an, und zwar auf Limonum. Euer Ehre, Geheimhaltung ist garantiert. Die drei Siedlungen da noch, Limonum, da oben Condate und Alesia. Und dann hat er vermutlich noch Numantia in Mittelspanien. Der gute Herr Gallia. Ja. Spätestens dann, wenn wir uns mit einer zweiten Armee, also wenn wir uns dann Numantia zuwenden, brauchen wir auf jeden Fall zwei Armeen, nämlich auf jeden Fall eine, die in Alesia steht und ein bisschen die Grenzgebiete zu den Britanniern sichert. Weil es auch nur eine Frage der Zeit ist, bis der angreift. Sprich, eigentlich können wir uns die Armee dann schon nach Westen rüber verlegen. Weil kann ja natürlich sein, dass der irgendwie Massilia sich dann als nettes Ziel aussucht. Wir hätten dann nämlich auch ein Territorium, das sehr schlauchig ist. Da so nach oben. Da würde es sich anbieten, wenn wir uns mit der zweiten Armee in Massilia irgendwo postieren. Und dann bereit sind, auf Lugdunum loszugehen.
Jo, jo, jo. Alles ganz spannende Aussichten. Nur es mal so. Und dann müssen wir in Patavium, den Schützenplatz möglichst bald errichten. Beziehungsweise auch in Aretium wäre das drin. Einfach, dass wir Bogenschützen kriegen. Bogenschützen wären für die. Oder gegen die Britannia. Sicher ganz hilfreich. Handelsrechte. Und wir haben Kohle. Von daher. Wir könnten den Kerl jetzt natürlich. Richtung Osten schicken. Na gut, wir bräuchten dann eine kleine Marine für das, für den Zweck, die vermutlich dann doch nicht so klein ausfallen wird, also eine weitere Flotte, weil es ja natürlich immer sein kann, dass da Piraten herumschippern. Wäre lustig, wenn Kreta noch zu haben ist. Stichwort kretische Bogenschützen und so. Oder den langen Weg gehen, dauert halt natürlich ein bisschen. Den langen Weg und da durch den Kaukasus durch. Alt genug wäre er dafür, dass er das noch erlebt. Aber komm retour. Der Kerl wird uns noch ein paar Rebellen aufkaufen, die dann sicher irgendwo noch spawnen. 100%. Ja, sonst waren wir soweit durch. Passt, nächste Runde. Nächste Runde, hab ich gesagt. Nöp. 14.000 Denare. Britannien will nix, okay. Ah, Batavodurum ist es da oben. Alles klar. Der Moment, wo man von den Piraten redet, ne? Gut, aber zuerst haben wir die stoische Philosophie und einen Agenten Mediolanum. Das wird mir eigentlich fast das Gefolge übertragen. Auf unserem zweiten Gen da drüben. Das werde ich vermutlich vergessen bis zum nächsten Part. Aretium. Ja, komm, den Schützenplatz machst du einmal. Patavium. Da ist es auf keinen Fall ein Fehler, auf öffentliche Ordnung zu gehen. Ja, machen wir die Kanalisation gegen die Verschmutzung. Und Massilia. Schmied? Ja, Schmied. Segestica Wehrkaserne. Und auf jeden Fall jetzt die Straße.
Nabo Martius hat die Stelle. Kann das sein, dass ich die da übersehen habe? Gegen den werden wir sicher verlieren mit den drei Schiffen. Speichern wir das mal. Speichern wir das mal und versuchen es trotzdem. Geht das? Ja, Kapitän. Ja, geht. Nur wird er uns jetzt vermutlich die Flotte wegmachen. So heißt es, ein recht hoher Preis dafür, dass wir die Felites da jetzt zum Fortbilden noch hingebracht haben. Oder auch nicht. Weil wir haben ja noch Bewegungsreichweite. Aha. Man ja, natürlich, er könnte uns einholen, locker und flockig. Einen Hafen haben wir keinen, wo wir uns zurückziehen können. Da drüben ebenfalls nicht. Gut, dann setz die Segel. Hoffen wir das Beste. Wir können jetzt nicht weiter. Ja. Spanische Söldner ist gut, aber das, auf das habe ich nicht abgesehen, Freunde. Okay, wir haben es versucht. Die Aussicht, Balearen zu kriegen, ist wichtiger als ein bisschen diplomatische Verwerfungen, die in dem Spiel ohne Diplomatie-Wertungspunkte eh noch keine wirkliche Relevanz haben. Von daher kann man das getrost ein bisschen ignorieren. Equites. Hast da die 8. Einheit, 8 und 9. Genau. Der hat sicher irgendwas vor, der Kerl, hundertprozentig. Euer Ehren. Aber gut, dann haben wir es wieder mal in dieser Runde und schauen wir in die nächste. Jetzt hätte ich die Einheit nur fortbilden können. In Patavium. Hin und her und her und hin. Okay, er macht's doch. Dann Sayonara Flotte. Alles klar. Dann, weil wir einen neuen Kriegsgegner haben, sollte es als weiterer Überblick für die Provinz mal reichen. Wir verdünnisieren uns nach Norden und stellen uns da die Armee zusammen, dass wir möglichst bald beim Britannia einfallen können.
Was fällt Ihnen denn eigentlich ein? Du gehst nach Aricium. Es dauert zwar nur 3 Runden, aber... Archimedes und die Handpumpe, Seuche in Makedonien. Dann, ja. Segesta mit dem Markt, die bauen. Straße, Mediolanum mit der Kanalisation, okay, der wartet hundertprozentig nur auf seine Gelegenheit da oben. Das jetzt machen, dann belagert er uns da beim nächsten, in der nächsten Runde vermutlich. Du haust mal ab. Die spanischen Söldner hätte er mir jetzt doch geben können, freundlicherweise. Undank und so weiter. Undank. Gut, die kommen in die City hinein. In Narbo rekrutieren wir gleich nochmal. Keine Hastati, danke. Okay, dann stellen wir da nur eine Einheit ab, die daheim bleibt. Das wird immer noch zu wenig sein gegen den Anführer da. Wobei, wenn der belagert, dann können wir ja den, ziehen wir ja den General dann dazu. Er käme auf jeden Fall bis hin. Ja, wir lassen eine zweite Einheit da. Und marschieren. Wir kommen nicht bis an die Brücke. Eine Brückenschlacht wäre sehr spannend. Dann nimm dafür die Kavallerie mit. Es ist die Frage, was er jetzt macht. Wir können uns da hinstellen, dann belagert er entweder weiterhin oder er bricht die Belagerung ab und greift uns da an. Es ist aber auf jeden Fall nur ein Hauptmann. Ich nehme mal an, dass der noch keine Streitwagen hat. Nicht ganz. Zumindest nur leichte Wagen. Aber sonst im Grunde nix. Okay, komm, passt. Passt. Dann werden wir in dem Part auf jeden Fall Massilien auf Reihe boxen.
Und ihr, okay, ihr wart auf den General. Okay, speichern und in die nächste Runde. Ja. Wieder irgendwelche semi-sinnvollen Hafenblockaden. Okay, Britannien ist mit allen im Krieg. Also mit allen anderen unseren Verbündeten. Mediolanum wächst. Batavium hat die Kanalisation. Geht auf hohen Steuersatz. Jo, öffentliche Ordnung versus Principes, ne? Ja, wir machen zuerst einmal den Tempel. Und dann hantieren wir mit den krasseren Einheiten. Dann kommen wir nach Aretium. Zwei Runden. Ah ja. Das ist typisch der Schwierigkeitsgrad. Ne? Dass genau zu dem Zeitpunkt an der verfluchten Brücke Rebellen spawnen müssen. Aber gut, so ist das Leben. Was haben wir denn da? Bauernkriegsbande und der Rebellen-Gem. Meine Güte. Ja, dann werden wir die zwei Schlachten auf jeden Fall in dem Partner machen. Könnte dann eben sein, dass das ein bisschen länger dauert. Dieses Mal. Wie es halt so ist bei Total War. Und wir sehen eine Brückenschlacht. Keine Vorzeichen sind schlecht. Nix. Nicht gegen Rebellen. Nicht gegen Rebellen, Kompolino. Kavallerie. Und alles drauf. Wenn wir Bogenschützen hätten, hätte man ihn ja zwingen durch Beschuss, dass er zu uns kommt. Aber das dauert leider noch ein bisschen. Stattdessen überqueren wir gleich mal die Brücke. Das ist die schwere Schlacht-KI, er lässt mich echt formieren.
ballert's mal. Fast, ja. Den Hastati überlassen. Aber ein bisschen flankieren. Flankieren ist immer drin. Und da drauf. Das Lob sei denn. Beendet man. Passt schon. Ja. Er muss nur den Weg frei machen. Wohin er jetzt geht, ist mir. Oder er ist weg. Alles gut. Okay. Die fehlt uns die Bewegungsreichweite, um die dazu zu ziehen. Aber wir kriegen ja eh Verstärkung aus der Stadt, von daher. Genau, lauter Kriegsbande, arme Schwertkämpfer und arme leichte Wagen. Und wieder eine Brückenschlacht. Ich hab schon wieder nicht ganz aufpasst, in welche Richtung die Stadt liegt. Sprich, von wo die Verstärkung kommt. Aber das macht nichts. Verstärkungen. Ah ja, von hinten. Verstehe. Rechtzeitig, um mitzukämpfen. Okay. Ich habe das Hackerl ausgemacht dafür, dass die KI die Einheiten steuern soll. Aber da gibt es ja diesen Bug. Da gibt es ja diesen altbekannten Bug, dass man das zweimal machen muss. Aber jetzt hat der eine Klick nämlich nicht gezählt. Wenn du irgendeinen Scheiß machst, KI, ich friss dich. Schneller. Und da wird schon gekämpft. Jawohl. Der wird 100% den General wegschmeißen. Jede Wette. Ein bisschen bitter, Freunde. Ein bisschen bitter ist das schon. Aber gut, um den Preis unserer Kondition können wir ihn wenigstens jetzt dann ein bisschen sandwichen, so wie es ausschaut. Gas! Verbündeten haben ihren Anführer verloren. Das könnte ihnen den Mut nehmen. Ja, das ist richtig. Alter Schwede. Okay. Nein. Ist ein bisschen ärgerlich jetzt.
Ist natürlich jetzt ärgerlich. Wo seid ihr? Aber gut. Er brettert mit den Wagen rein. So, ihr müsst unbedingt ordentlich flankieren, Freunde. Kriegsbande, Kriegsbande. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Okay, da drüben bricht seine Flanke ein. Ihr kommt raus. Und zwar jetzt. Ja, das kriegt man. Um den General ist es halt schade. Um den General ist es halt sehr schade. Sehr, sehr, sehr. Weil es so ein echt sinnloser Bug ist. Echt sinnloser Bug. Map. Kommt weg. Lob sei den Göttern. Sie so, die sind gerade im Kieler schmeißen. Ich beende das jetzt lieber. Bevor irgendwas passiert, wenn man Friendly Fire mit Pila auf dem eigenen Anführer macht. Arge! Ja, das war sinnlos. Das hätte nicht sein sollen oder nicht sein müssen. Du löst den auf. Dann können wir mal recht saftig fortbilden. Nämlich fast alles. Die Einheit hat sogar ein bisschen Erfahrung gekriegt. Ja, komm, die ziehen wir noch Narbo. Den haben wir schon bewegt. Genau. Passt. Okay, dann haben wir jetzt ebenfalls unseren Krieg mit den Britannier. Die nächsten Male wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir möglichst schnell unsere Offensivarmeen vergrößern. Also die zweite Armee werden wir aus Illyrien noch ordentlich ausrüsten und dann ebenfalls rüberschicken. Wir brauchen da auf jeden Fall mindestens zwei Armeen gegen die Britannia und gegen die Gallier.
Es geht spannend weiter. Für jetzt, für den Moment, war es das mal mit dieser Aufnahmesession. Ja, bin gespannt, hab Bock, wann es weitergeht. Und ja, das soll es dann gewesen sein an Schlussworten. Es wird auf jeden Fall noch recht ordentlich werden. Mit ein paar fetten Schlachten, Römer gegen Barbaren. Also genau die Art Erfahrung, mit der eigentlich jeder Noob das Spiel anfängt. Wenn man sich noch nicht so mit den Fraktionen auskennt und natürlich nur die Römer als erstes spielbar sind, dann ist das genau das, mit dem alle anfangen. Und die Julia, muss ich sagen, habe ich früher als Jugendlicher als erstes gespielt. Und dann erst die Julia. Naja. Aber gut, wie gesagt, für den Durchlauf habe ich mehr Bock gehabt auf Barbaren wegmachen. Okay, alles klar. Es verabschiedet sich der Doc von Gfunden Games und sagt, grüß euch und tüdelü.